Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Ja, heute möchte ich Ihnen zeigen unter Ubuntu 10.04, geht natürlich auch mit dem anderen Ubuntu, wie Sie RAR-Dateien hinzufügen können. Und zwar, wenn ich die beiden Dateien hier als Rechtsklick komprimieren will, finde ich hier keine RAR-Datei. Also man kann es nicht mit RAR nachrüsten, sondern nur mit ZIP. Aber wir wollen es ja mit RAR komprimieren. Wir klicken auf System, Systemverwaltung, Synaptic Paketverwaltung. Geben unser Passwort ein. Also. In der Schnellsuche suchen wir nach RAR. Wir finden einmal RAR und AnRAR, die beiden Pakete vormerken, beziehungsweise zum Installieren vormerken. Und auch AnRAR brauchen wir auch. In der Version 1.3.9. Anwenden. Jetzt wird das Ganze installiert. So, nachdem es installiert wurde, schließen wir die Synaptic-Paketverwaltung und tun unsere beiden Dateien wieder rechtsklick komprimieren. Und da taucht im Ordner auch der Punkt RAR auf und noch einige andere Erweiterungen. Und jetzt können wir sagen anlegen und nun haben wir es als RAR. Noch was, wollte ich euch am Anfang sagen wollte, warum sollte man es eigentlich in RAR packen? Und zwar, wenn man jetzt 20, 30 Dateien hat, ist es ein bisschen blöd, wenn man, man kann es natürlich auch mit ZIP machen, aber es ist ein bisschen blöd, wenn man dann, wenn man seinem Kollegen beispielsweise 120 Bilder schicken möchte, wenn man es einfach in einer Datei packen kann, wo dann die Dateien drin liegen. Und wenn ich hier auch die desktop.rar öffne, dann habe ich hier auch die zwei Dateien, kann ich einfach auch hier auf Entpacken klicken und dann sagt er wo. Und ja, das ist genau dasselbe. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Abonniert uns, schreibt Kommentare. Okay.